Mal nochmal in 4K. So. Jetzt gehen wir hier die Spitaler Straße einmal lang. Auf den Weg Richtung Europapassage Gerhard-Hauptmann-Platz. So. Das ist jetzt nochmal eine Aufnahme in 4K. Bedeutet das Doppelte wie meine erste Aufnahme. Vorteil hierbei ist, ich habe jetzt hier ein Stativ, wo ich die Kamera raufgesetzt habe. Die Kamera hat nämlich ein Stativgewinde, das bedeutet, ihr könnt die auf Stative oder auch an, wie ich, so eine Stange ranmachen und damit dann Videos machen und filmen. Das ist eine ganz praktische Sache. Sie ist relativ fest jetzt hier drauf. So schön, ich weine schon. Ich habe mir jetzt so ein Komplettpaket gekauft zum Beispiel, das kann ich euch auch empfehlen. Das ist für sogenannte Actionkameras. Die Gear gilt ja als halbe Actionkamera, da man sie ja handlich überall mit hinnehmen kann, da man sie ja auch mit der Gewinde, also an Gewindeschrauben ranpacken kann, sodass sie halt fest ist. Ich muss sagen, das wirkt auch relativ fest. Auch wenn ich die Kamera, ich habe das natürlich eben so gemacht, dass ich die mal so ein bisschen gewackelt habe, ein bisschen runtergehalten habe. Das hat alles wunderbar geklappt. Und da denke ich dann schon, dass man damit auch gute Outdoor-Erlebnisse machen kann. Ja, nicht vergessen, ihr könnt natürlich, indem ihr das Handy bzw. beim Laptop mit der Maus ein bisschen umher swipet, alles sehen, was sich hier befindet, links, rechts, oben, unten. Das ist halt das Tolle an dieser 360-Grad-Kamera. Kann ich nur empfehlen, es ist zwar immer so ein bisschen Spielzeug, aber es ist halt Technik, die irgendwie begeistert und warum nicht, ne? Es gibt ja auch noch kleine Unterschiede zu der Gear vom Jahr 2016 und der hier, die ich jetzt habe, die 2017er. Die 2017er hat eine geringere Bildauflösung, Entschuldigung, weil immer meine Worte finden. Und hat aber dafür eine Ultra-HD-Videoaufnahmefunktion, genauso wie die Livestream-Funktion. Das muss man mal so ein bisschen abwiegen, was will man von beiden haben. Sind einem die Bilder letzten Endes wichtiger oder möchte man lieber so Videos machen wie ich? Für Videos empfehle ich ganz klar die 2017er Version, nicht nur da sie Ultra HD bietet, sondern auch wegen Livestream-Funktion halt. Ne? Das ist halt ein nettes Gimmick, gerade wenn man so auf Veranstaltungen ist oder so, ist das ganz nett. Aber da muss man natürlich abwägen, es bieten momentan nur zwei Plattformen die 360-Grad-Funktion an Livestream an und das sind YouTube und Facebook. Auch bei den 360-Grad-Bildern zum Beispiel. Das bieten auch noch nicht alle an. Zum Beispiel, wenn ihr das als WhatsApp-Status nimmt, dann sieht man halt einfach nur so ein ganz großes, extremes Panoramabild. Das sieht jetzt noch nicht so ganz geil aus, aber die 360-Grad-Kameras sind ja immer mehr entkommen. Also kann man davon ausgehen, dass das auch irgendwann behoben wird, gemacht wird. Ne? So, jetzt sind wir auch gleich schon da. Olsen. Das erinnert mich immer so vom Konzept her wie Ikea. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie sowas wie Ikea. Da kann man halt auch wirklich viele zu günstige Sachen schießen. So, was haben wir denn hier noch so? Adidas Shop, BMF. Da hinten ist die Perle, kleines verstecktes Einkaufszentrum. Von dem zweiten Eingang sieht man die fast gar nicht, wenn ihr in die Richtung schaut. So, gleich ist es auch wieder Stopp. Gleich haben wir auch eine Videoaufnahme von etwas über 5 Minuten. Dann kann man sich das alles in Ruhe mal angucken. Ganz entspannt.
Ich werde mir natürlich auch nochmal das Video angucken. Ich habe zwar schon eine 4K-Aufnahme gemacht und die sah auch entsprechend gut aus. Aber das ist jetzt die erste Outdoor-Aufnahme und dass ich halt mit so einem Stativ unterwegs bin. Ne? Das kann man sich mal angucken. Auch die Soundqualität ist jetzt alles von der Kamera. Ich habe hier kein Mikrofon an oder so. Das ist alles intern. Aber ich werde mal gucken, ob man da vielleicht auch nochmal eins mit externes machen kann. Bei meinem ersten Video, wo ich hier unterwegs war mit 2K, habe ich eigentlich relativ gut gesehen, dass man, also die Video, man hat mich verstanden, ne? Auf jeden Fall. Und das gar nicht mal so schlecht. So Leute, das war es jetzt auch erstmal. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Seid wieder dabei.